Der Steirer gehört ein paar Doppel und der macht das Bühnenbild. Richtig. Nur so am Rande. Allerdings hätten es der Vater und mir ausgesoffen, wahrscheinlich. Im Punktstudio 16 mit der Mamschi. Die Mutter hilft mir natürlich mit ihrem Atelier und ihrem Können. Erstens einmal, ich glaube, ich muss das alles alleine machen. So fängt es einmal an. Weil du schaffst ja nur an mit deinem Studio. Da hast du gewünscht einen Tisch und zwei Stühle. Und die sind auch schon fertig, müssen nur mehr lackiert werden. Und die kommen jetzt da her. Und da hast du eine Wand mit 3x2 Meter und wünschst dir von mir eine Leinwandgestaltung. Und da brauche ich jetzt ein paar Leinwände. Ein Bühnenbild machen wir quasi. Ein Bühnenbild. Vor Jahren, wie ich noch Rotweinbilder gemalt habe, haben sie gesagt, in Mörbisch gibt der Steirer Gerd ein paar Doppel und der macht das Bühnenbild. Richtig. Nur so am Rande. Allerdings hätten es der Vater und mir ausgesoffen, wahrscheinlich, was du gemalt hast. Ich habe mir gedacht, einmal 3x1 Meter Bilder. Nicht so nur so drei Striche auf und eine weiße Wand, das ist zu wenig. Meinte ich mit Rost, mit Eisen, Beton und das rechte wird mit Rost, Beton und Holz. Ich muss erst den Holz gehen und Holz suchen. Na bravo. Ja, ja. Wenn man dann so davor steht, dass es irgendwie einheitlich ausschaut, das müssen wir schon zusammenbringen. Ein Bild nach dem anderen, ein wunderschönes, das kann ich rauszaubern. Aber wenn das alles zusammenpassen soll, das ist jetzt die Herausforderung. Ich muss in Zukunft schöner sprechen. Aha, wieso? Ja, aber die verstehen ja mich nicht. Ja, aber es bärisch sind alle. Die tun nur stundenlang telefonieren und da habe ich meine Hamburger nicht erwischt. Und da habe ich dann gesagt, na hallo, wo wart's denn, wo seid ihr auf Läppchen? Und die haben dann zurückgerufen und haben geglaubt, ich bin krank, das Läppchen. Was heißt denn das? Was ist denn das? Also muss ich jetzt in Zukunft schöner sprechen. Du musst nicht die anderen sollen nachfragen, wenn sie was nicht wissen. Nicht? Ja, ich meine, es war noch schöner. Nein, du kannst ganz normal weitersprechen. Ach, und so redest du eh nicht. Bin eh nur der Bolette in der Familie. Ja, das du kennst die auch mehr zusammennehmen. Sag ich ja, dann siehst du das, das meine ich. Ja, das meine ich. Also nicht du solltest schöner sprechen, sondern ich. Ja. Das hat es gemeint eigentlich. Und ja. Jetzt gehen wir mal einkaufen. Ja. Wer wird denn zahlen? Ich komme halt dann nicht mehr so fein, aber das ist, ich bin heute im Zug gesessen, in Kirchen-Floridsdorf. Das ist eine Weltreise für mich. Also das wird sehr schön und der Tisch und Sessel werden auch. Und jetzt brauchst du nur mehr die Gäste. Aber vielleicht bist du dann schon so berühmt und könntest mich mit dem Auto abholen lassen. Geht das auch? Mit dem Hubschrauber? Nein, da steige ich ja nicht ein. Was siehst du das? Na, da fahre ich lieber wieder in Floridsdorf. Und toll und ich wünsche euch alles Gute. Und besonders dir, weil du bist ja mein Bub und hast ja sehr viel von mir geerbt. Ja. Was ich geerbt habe, da meinst du jetzt in erster Linie Talent und so Sachen. Wenn man drei Söhne hat, kann man sich einen Sohn als Künstler leisten. So ist es. Und Recht habe ich gehabt. Recht. Also Voraussetzung ist, dass die anderen was Gescheites gelernt haben. Das ist schon, die anderen haben was Gescheites gelernt. Und gut, das ist studiert ja. Hast du ja auch was. Ja, ich habe was Gescheites gelernt, aber nichts daraus gemacht. Mehr Aufwand habe ich bei dir schon gehabt, als bei den anderen zwei. Naja, das muss ich auch sagen. Wie du richtig gesagt hast, ich habe halt viel von dir gehabt. Ja, das stimmt auch wieder. Gut. So, jetzt packen wir uns zusammen und fahren zum Bösner nach Simmering. Passt. Ne? Und dann sind wir in den Kirchen, dann werden wir uns kurz im Atelier aufhalten, werden ein bisschen was essen und dann fahren die in meine Klause nach Botschenau. So. Dann kannst du wieder arbeiten. Na passt, dann gehen wir es auch.
passt alles. Jetzt haben wir da haufenweise Leinwand. Ja. Und anderes Grimouri. Genau. So, und das bringen wir jetzt ins Atelier. Das